Hallihallo und liebe Grüße aus Puerto Morelos. Wir sind angekommen, schon vor ein paar Stunden, nachdem wir ziemlich lange gebraucht haben, um unser Airbnb zu finden. Es war nicht so einfach, aber nichtsdestotrotz haben wir es noch gefunden. Wir haben es nicht. Schauen wir uns ein bisschen die City an, ein bisschen die ersten Eindrücke gewinnen. Puerto Morelos ist eine ursprünglich kleine Hafenstadt, die durch ihr mexikanisch-karibisches Flair richtiges Urlaubsfeeling auslöst. Es gibt viele kleine, sehr einladende Restaurants und Cafés. Puerto Morelos befindet sich ca. 37 Kilometer südlich von Cancun und 30 Kilometer nördlich von Playa del Carmen. Durch den Tourismus ist die Stadt in den letzten Jahren enorm schnell gewachsen. Hier seht ihr das Wahrzeichen von Puerto Morelos, den Faro Inclinado, der seit einem Hurrikan 1957 schief aus dem Boden ragt. Spicy. Spicy? Very spicy. Thank you. Thank you. Gracias. Unserem Airbnb. Wir haben hier für 7 Tage gebucht. Es hat uns ca. um die 450 Euro gekostet. Es befindet sich ein paar Minuten zu Fuß außerhalb vom Zentrum und ist daher sehr, sehr ruhig. Am Dach befindet sich ein super schöner Infinity Pool, der ein perfekter Spot ist für Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang. Das schönste Flair hat man hier am Abend. Wenn die ganzen Lichter brennen, die Leute in der Stadt sind, es nicht mehr so heiß ist, ist es einfach wunderschön. Für uns geht es jetzt zum Abendessen und wir freuen uns auf richtig feine Tacos. Wir haben uns heute auf ein Abenteuer begeben und zwar ohne Tourguide. Wir wollen das auf eigene Faust herausfinden. Und zwar sind wir jetzt mitten in den mexikanischen Urwald gefahren. Wir sind circa eine halbe Stunde unterwegs gewesen, sind jetzt hier angekommen in so einem kleinen Resort. Davor ging es 14 Kilometer straight on über eine Straße links und rechts, ungefähr 3 bis 4 Meter hoch, verwachsen mit Dschungel. Wir sind jetzt eben hier angekommen bei der Cenote und die schauen wir uns jetzt an. You have cash? Hm? You have cash? It's barely. No, I don't have cash. If you said 400 each. Yeah. No. I don't have cash, I only have credit card. But did you say you accept Visa here? Yeah, but the machine is broken. Oh man. Yeah, only today. So, nachdem wir den ganzen Weg jetzt nochmal retour fahren haben müssen, da die Kartenlesmaschine kaputt ist und die nur Cash haben, wir hatten kein Cash, jetzt haben wir Cash. Und jetzt geht's da zuerst mal ab in die Duschen und dann geht's los ins Wasser. Es geht los. Ab ins Wasser. So sieht das Ganze da aus. Und tschüss. Thank you.
Haben wir mal die ersten Cenotes abgecheckt hier. Es ist ein bisschen kleiner als erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist nice. Ihr habt wahrscheinlich auch den grazilen, meisterhaften Sprung der Madame gesehen. Also war Unterhaltung für die ganze Cenote hier. Sie lacht schon. Dafür lassen wir es uns jetzt gut gehen mit ein bisschen Melone. So, wir sind jetzt weg von den Siete Bocas Cenotes, wo wir 400 Pesos pro Person Eintritt bezahlt haben, also rund 16 Euro war jetzt nicht ganz wenig. Aber naja, wir sind jetzt schon auf dem Weg zur nächsten, zur Quinha Cenote. Mal schauen, was uns da erwartet. Wir machen uns jetzt wieder auf den Nachhauseweg. Wir hoffen, wir haben euch mit diesem Video einige wissenswerte Tipps dalassen können. Wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn uns einen Daumen nach oben da lasst, unseren Kanal abonniert, die Glocke läutet, damit kein neues Video von uns mehr verpasst. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis bald!